Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Techcar Production. Heute im Test für euch das Beyer Dynamic M201TG. Wie sich das Mikro in meinem Test geschlagen hat, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie immer kommen wir bei mir am Anfang des Reviews zum Lieferumfang. Das M201TG wird in einem Beyer Dynamic typischen Karton geliefert, in den dann eine Mikrofonhalterung MKV8, ein Windschutz WS101 und zum Schluss eine Tasche mit Beyer Dynamic Schriftzug beiliegt. Nun zu den technischen Daten. Das M201TG hat einen Frequenzgang von 40 Hz bis 18 kHz, eine Impedanz von 200 Ohm, weswegen der Output vom Mikro ziemlich gering ist und eine Hypernierencharakteristik besitzt. Dies bedeutet, dass der Aufnahmebereich direkt vor der Membran am größten ist, während seitwärts einfallende Signale unterdrückt werden. Zudem ist das Mikro 16 cm lang, hat einen Durchmesser von 2,4 cm und ein Gewicht von 220 Gramm. Außerdem verbaut Beyer Dynamic eine Brummkompensationsspule, die Einstreuungen von elektromagnetischen Feldern unterdrückt. Zudem weist das Mikrofon einen relativ geraden Frequenzgang auf, was man normalerweise nur von Kleinmembran-Kondensatormikrofonen kennt. Tja, und das TG im Namen für Touring ist mehr als gerecht. Das Mikro besitzt ein solides Messinggehäuse, was grandios verarbeitet ist. Man könnte meinen, dass das Mikro aus einem Guss besteht. Und jetzt zum Wichtigsten, und das ist der Klang. Was soll ich sagen, jeder hat ein anderes Klangempfinden, aber eins ist sicher, das M201TG eignet sich eigentlich für jedes Instrument. Gerade wenn man einen offenen und definierten Klang sucht, ist das M201TG eine sehr gute Wahl. Egal ob am Gitarrenamp oder am Schlagzeug, macht das Mikro einen guten Eindruck. Hier mal eine kleine Beispielaufnahme von meinem Cajon in Kombination mit meiner Gitarre. Ich muss euch ehrlich sagen, dass man mit dem M201TG eigentlich so gut wie jedes Instrument abnehmen kann. Die lineare Klangcharakteristik verleiht dem Mikro einen einzigartigen Klang und ist mal eine gute Alternative zu den bekannten Klassikern wie den Shure SM57LC oder den Shure Beta 98. Auch Sprache kann mit dem M201TG aufgenommen werden, was ihr die ganze Zeit hier auch hört. Benutzt dabei aber bitte den Popschutz da P und Schlaute gar nicht gefiltert werden. Und das klingt dann so. Peter Pan oder Raumschiff Enterprise. Und auch Atemgeräusche, ja, die gehen hier sehr gut rein. Also macht ihn drauf. Sucht ihr nach einer guten Alternative, dann kauft euch das M201TG, welches zurzeit um die 210 Euro kostet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like sowie ein Abo da. Habt noch einen schönen Tag, haut da rein, euer Tim. Ciao, ciao.